Ja, ja, so ist gut. Ganz ruhig. Eine Farm in Namibia. Hier finden verletzte und verwaiste Wildtiere Zuflucht. Der Name der Farm? Harnas. Geführt von der Familie van der Merwe. Mit Unterstützung von Volontären aus aller Welt, die hier das wilde Afrika erleben können. Die Volontärinnen Bianca und Svenja sind früh aufgestanden. Es ist 6.30 Uhr und damit Zeit, die Tiere im Farmzentrum aus den Ställen zu lassen. Auf diesen Moment haben die Springböcke Bambi, Bibi und Bobby gewartet. Endlich gibt es Frühstück. Für jeden eine Flasche Kuhmilch. Die Tiere geben einem so viel und es ist auch schön, wenn wir über den Laparasen laufen, dann folgen die einem und es ist es wirklich wert, zu früh aufzustehen. Auch Kudu Frederik hat mitbekommen, dass es Frühstück gibt. Nee, Frederik, nicht deine Flasche. Das ist der Frederik und der hat auch immer Hunger. Frederik gehört zu den großen Kudus und damit zu den Antilopen, genau wie die Springböcke. Kudu Quincy darf noch nicht raus. Er ist neu auf der Farm und muss sich erst einleben. Die Springböcke sind jetzt seit knapp 4 Monaten auf Harnas und haben sich längst eingewöhnt. Die ersten Flaschen sind ausgetrunken. Einen Nachschlag gibt es im Grünen. Also die Springbockbabys bekommen 3-mal am Tag je 2 Flaschen. Sobald sie die Flasche hatten, gehen sie auf die Lapperwiese, essen ein bisschen Gras. Wenn die Strauße aus ihren Nachtquartieren rauskommen, dann sind sie happy und tanzen und drehen sich. Und also man sieht denen auch an, dass sie wirklich ja, happy sind, jetzt wieder draußen zu sein. Das Straußenballett kann sich sehen lassen. Und es erinnert daran, wie die Zeit vergeht. Vor 4 Monaten kamen die Vögel nach Harnas. Da waren sie gerade geschlüpft. Jetzt zeigen sie gemeinsam mit den Springböcken, wie wohl sie sich im Waisenhaus für wilde Tiere fühlen. Im Norden Namibias, 700 Kilometer von Harnas entfernt, liegt Naua Naua, auch Okutana genannt. Eine Partnerfarm, die ebenfalls wilde Tiere aufnimmt. Am Vorabend ist ein neues Waisenkind angekommen. Guten Morgen, Peggy. Wir sind hier im neuen Zuhause von der Peggy Sue. Und wie man sieht, ist sie noch völlig verschlafen und denkt sich nur, oh mein Gott, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ja, wir wollen einfach schauen, wie es ihr jetzt nach ihrer ersten Nacht im neuen Zuhause hier geht. Wollen ihr natürlich ein gebührendes Frühstück bringen. Und wir haben aber das Gefühl, dass sie sich ganz wohl fühlt. Also sie liegt da so richtig entspannt reingekuschelt. Und jetzt bringen wir ihr erstmal das Frühstück vorbei. Jessica hat 2 Wochen als freiwillige Helferin auf Harnas gearbeitet und zum Abschluss ihrer Namibia-Reise noch eine Woche Naua Naua drangehängt. Nun kümmert sie sich um Peggy Sue. Das Warzenschwein wuchs nahe der Hauptstadt als Haustier auf. Mit seinen 1,5 Jahren wurde es seinen Haltern nun aber zu groß. Also wir haben hier ein bisschen Reis und zusammengemischt mit Möhre, Salat, Gurke. Also der richtige Vitamin-Cocktail für einen frischen Morgen. Noch ein paar Äpfel dazu, damit es der jungen Dame hier richtig gut geht. Sie war bestimmt in die im Schwimmbad. Ja, genau. Weil sie ist bis hier stimmt voll mit Matsch. Matsche, Staub, verdreckt. Daher denken wir, dass sie es sich wirklich gestern Abend hat gut gehen lassen und hat sich hier erstmal zu Hause gefühlt. Das kleine Warzenschweinchen. Also sie sind ja als Kleintier auch gerade eigentlich ganz putzig. Ja, sehr auffällig sind halt hier wirklich die Warzen. Die Weibchen haben 2 auf jeder Seite, die Männchen 4. Das heißt, so wirklich wunderschön sind sie jetzt eigentlich nicht, aber irgendwie schon wieder so hässlich, dass sie putzig sind und dass man einfach über sie lachen muss. Und das Witzige ist, wenn sie laufen, vor allem wenn sie auch weglaufen, stellen sie hinten so ihr Schwänzchen hoch.
mit dem kleinen Puschel oben dran, weshalb sie auch den Spitznamen Radio Afrika haben. Und das sieht auch wirklich richtig witzig aus, wenn sie dann hier durch die Gegend flitzen. Und Kraft haben sie übrigens auch. Weil Peggy Sue ein Haustier war, hat sie die Wildnis bisher noch nicht erlebt. Wisst ihr denn jetzt schon, was ihr mit Peggy danach weiter vorhabt? Denn man hat ja gerade gesehen, also die ist so auf Menschen fixiert, die sucht ja richtig die Nähe. Und ich sag mal, wenn sie jetzt die nächsten Schritte macht, außerhalb hier ihres ersten kleinen Zuhauses, wisst ihr da schon, was genau mit ihr passieren soll hier auf Nauernauer? Ich denke dann, dass sie wirklich beschützt freigelassen werden kann. Hier wird überhaupt nicht gejagt oder sowas. Und wenn sie von Menschen weg ist, dass sie keine Gefahr bringen kann, dann ist für sie der Futter eigentlich ganz ruhig. Und das kleine Paradies. Ja. Und so, Peggy, lass es dir gut gehen, junge Frau. Du bist ja hier verwöhnt von allen. Wir kommen beide jetzt wieder in die Badewanne zurück. Ja. Auf Harnas ist Volontärin Stefanie auf dem Weg zu den Außengehegen, gemeinsam mit Farmmitarbeiter Johann. Die beiden wollen Würmern den Kampf ansagen. Wir sind jetzt unterwegs zu den Geparden, zu den wilden Geparden außerhalb von der Hauptfarm. Wir müssen die heute entwurmen, zumindest 6 von denen, weil wir im Kot von denen Spulwürmer gefunden haben. Und ich mache das zusammen mit Johann. Wir müssen 6 Stücke Fleisch vorbereiten, das sind 6 Geparden. Und jeder Gepard bekommt 4 Tabletten. Und ja, das machen wir jetzt. Früher waren Geparde in fast ganz Afrika verbreitet. Heute gibt es weltweit noch ca. 10.000 freilebende Tiere. Davon ungefähr 3.000 in Namibia. Sie stehen als stark gefährdet auf der roten Liste. Mit Johann fahren die Volontärinnen gerne mit, weil er Mut hat und jede Aufgabe meistert, egal vor welcher Herausforderung er steht. Wir müssen schauen, dass die wirklich jeder die 4 Tabletten abbekommen. Und am Schluss bekommen sie dann noch ein größeres Stück Fleisch, mit dem sie dann abhauen können, damit sie abgelenkt sind, wenn die anderen jeweils dann ihre Tabletten bekommen. Right, so let's do this, shall we? Einer ist immer der Erste. Bei diesem Gepard siegt die Gier über das Misstrauen. Die Happen werden extra klein gehalten, damit die Raubkatzen sie ohne Kauen runterschlingen. Jeder bekommt 2 Portionen mit je 2 Tabletten. Das war jetzt eine typische Cheetah-Drohgebärde. Der Erste bekommt sein großes Abschlussstück, damit er nicht mehr stört. So, jetzt ist der eine schon mal quasi ausgeschaltet. Der verzieht sich jetzt ins Gebüsch, damit wir die anderen hier vorne machen können. Johann kennt die Tiere extrem gut, somit weiß er genau, welches Tier schon was hatte. Komm. Jetzt versucht er, sie herzulocken. Hut ab vor Johann, der in diesem Getümmel den Überblick behält. Das war jetzt auch ein typisches Geräusch für Cheetahs, dieses Pfeifen. Die hat jetzt ihr 2. Stück bekommen. Wenn sie zurückkommt, kriegt sie das große Stück. Die sind schwer auseinanderzuhalten, die sind noch jung. Johann unterscheidet die Geparde an ihrer Größe und der Fellzeichnung. Das Muster der schwarzen Flecken ist bei jedem Tier einzigartig, zu vergleichen mit dem Fingerabdruck beim Menschen. Der hat das Fleisch jetzt nicht gesehen, beziehungsweise will lieber uns im Auge behalten. Und Johann muss jetzt ihm noch mal eins geben. Komm. Begeisterung sieht anders aus. Links von dir. Ja. Well done. Sehr gut, er hat das Fleisch doch noch gefunden. Komm. Nun muss nur noch einer entwurmt werden. So, jetzt machen wir den letzten. Und der ist der Misstrauischste, ein Außenseiter. Er wurde als letzter in das bereits bestehende Rudel integriert und hat in der Gruppe nicht viel zu sagen. Johann versucht gerade den einen, der sich auf uns zubewegt, noch herzulocken. 5 von 6 sind versorgt. Nur noch der letzte muss die Pillen schlucken. Ja.
Jetzt lauert er dem Fleisch auf. Das hat geklappt. Jetzt hat er seine letzte Ration bekommen. Nur das große Abschlussstück hatte er noch nicht. An der Vogelvoliere im Farmzentrum trifft Besuch ein. Volontäre und Harnas-Mitarbeiter haben ein gewichtiges Geschenk dabei. Einen Gnu-Kadaver, der in der Lifeline, also der Auswilderungszone, gefunden wurde. Eigentlich genau das Richtige für Aasfresser wie die Weißrückengeier Esem und Stinky. Also ein ausgewachsenes Gnu hat normalerweise so bis zu 200 Kilogramm. In dem Fall jetzt für die Geier natürlich optimal. Sie warten auch schon, verstecken sich da. Sind schon in lauer Stellung. Aber sie kommen gleich dann. Asim ist schon sehr lange auf Harnas. Der wurde in einer Röhre mit 9 anderen Geierbabys versucht, über die Grenze zu schmuggeln, weil man mit ihnen Geld machen wollte. Es wurde aber entdeckt und sie sind nach Harnas gebracht worden, sind dann hier aufgezogen worden und sollten eigentlich in Freiheit entlassen werden. Das war der Plan. Aber Asim hat empfunden, es ist da so schön, er kommt wieder zurück. Und vor einigen Monaten wurde der zweite Geier gefunden, Stinky, am Straßenrand. Man vermutet, dass der ausgesetzt wurde, dass der auch privat gehalten wurde und dann einfach zu mühevoll war, ihn zu pflegen. So richtig stilvoll reiste Stinky nicht an. Und Asim war auch nicht gerade begeistert davon, ihr Reich mit einem Artgenossen zu teilen. Ob es nun am Regen lag oder ob er die Anwesenheit der feindseligen Artgenossin spürte, Stinky wollte nicht raus aus der Kiste. Er war zerrupft und geschwächt, aber ein Männchen. Das war großes Glück, denn auf so einen wartete eine schon lange. Asim, die Geierdame in den besten Jahren und an Fortpflanzung eigentlich interessiert. Die Spannung war groß, wie Asim dem Neuen begegnen würde. Farmchefin Marietta hoffte auf ein undramatisches erstes Treffen. Und die beiden Geier taten ihr den Gefallen. Nachwuchs haben Asim und Stinky bis heute nicht bekommen, sind aber ein Herz und eine Seele. Asim kriegt er jetzt schon eine Kostprobe serviert, damit er weiß, was ihn erwartet. Die Vorgänge in der Voliere machen eine Nachbarin neugierig. Caracal Juliette. Aber es gibt nichts zu sehen. Obwohl der Kadaver bereit liegt, bedient sich niemand. Der Rest ist Schweigen und Warten. Die beiden Geier beißen einfach nicht an. Wir haben uns viel Mühe gegeben mit dem Geschenk und haben eigentlich erwartet, dass sich die mit Begeisterung draufstürzen werden. Ist nicht der Fall. Das war irgendwie anders gedacht. Die Geier bleiben gleichgültig, trotz aller Bemühungen, sie auf den Geschmack zu bringen. Marietta schaut jetzt auch zu und hätte sich eigentlich auch erwartet, dass sie sich mit Begeisterung draufstürzen. We feed them every day. Ja. So I think they are not hungry. Marietta denkt, dass weil die Tiere täglich gefüttert werden oder fast täglich, dass sie einfach nicht hungrig genug sind. Und sie meint jetzt, wir sollten versuchen, 3 Tage nicht zu füttern und dann den Kadaver hereinzubringen. Dann wird das wahrscheinlich ein willkommener Leckerbissen sein. So läuft das im Schlaraffenland. Wohlgenährt hat man auf nichts mehr Appetit. Natürlich, nachdem ja Weißrückengeier auf Aas stehen, total, also reine Aasfresser sind, wird es natürlich umso besser schmecken nach 3 Tagen. Asim und Stinky kommen also auf Null-Diät. Das Festmahl wird so lange kühl gelagert. Im Außengehege wurden 6 wilde Geparde entwurmt. 5 von ihnen haben außerdem große Fleischportionen vertilgt.
Nur der Letzte, ein Außenseiter, muss den Abschlusshappen noch bekommen, sofern die anderen ihn lassen. Aber auch die sind gierig auf das Fleisch. Jon hat gerade gemeint, wenn der Falsche kommt, soll ich sie abschrecken? Der Sechste wagt sich heran, aber nicht nur er. So war das nicht gedacht. Ein anderer holt sich die Portion. Es hat sich jetzt genau der falsche Gepard das Fleisch geholt. Das ist, Johann meinte gerade, das ist der dominanteste da drin. Das heißt, es kann nicht sein, dass ihm jemand sein Fleisch weggenommen hat und er deswegen an den Zaun gekommen ist, um sich zu holen. Sondern er hat sich einfach gedacht, naja, bisschen Nachschlag kann nicht schaden. Krieg. Nächster Versuch, den Außenseiter zu füttern. Damit er sich in die Nähe des Zauns traut, treten Steffi und Johann den Rückzug an. Johann hat das Miet rübergeschmissen. Jetzt mussten wir zurückgehen, aber jetzt hat er sich doch wieder zurückgezogen. Der ist ein bisschen schüchterner. Und ja, jetzt sitzt er da immer noch im Busch und das Fleisch liegt hier vorne. Und wir hoffen, dass keiner der anderen Geparden sich das holt. Aber genau das passiert. Schon wieder schleicht sich ein anderer an und holt sich den Braten. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Johanns Plan ist aufgegangen. Und jetzt hat er noch das letzte Stück Fleisch. Und die zwei, die sich gerade getroffen haben, der nichts gekriegt hat, der wird jetzt kommen. So ist Johanns Plan. Wenn der schüchterne Gepard sich jetzt nicht durchsetzt, geht er für heute leer aus. Immer dasselbe Spiel. Schon wieder drängt sich ein anderer vor. Wir brauchen den, der hinter dem hier vorne ist, und müssen den hier wegbekommen. Wie man das macht, das weiß Johann. Dieses Mal klappt das Verscheuchen. Is this the right one, Johann? Right, yes. Okay. Endlich holt sich der Außenseiter das Fleisch. Oh. Okay. Wir haben es endlich geschafft. Der richtige Gepard hat sein großes Stück Fleisch bekommen. Und ja, Mission erledigt. Das war eine logistische Meisterleistung. Ein paar Kilometer weiter leben 10 Wildhunde in einem Rudel. Sie bekommen Besuch. Eins der Tiere ist krank. Bei der Fütterungstour am Morgen wurde festgestellt, dass es am rechten Hinterbein lahmt. Nun soll es behandelt werden. Also wir haben einen mit einem stark geschwollenen Hinterlauf, der auch schont. Und da müssen wir zumindest sehen, um was sich dabei handelt, ob wir das behandeln können, ob er Antibiotika braucht und dergleichen. Und dafür müssen wir ihn in Narkose legen. Und das ist ein bisschen schwierig. Wir haben hier eine Meute von 10 Tieren. Und die wuseln alle durcheinander. Wir müssen also den richtigen treffen. Und wir müssen ihn dann auch separieren, ohne dass die anderen zu sehr stören. Und am besten macht man das, erreicht man das, indem man sie mit Fleisch in die Nähe des Zaunes lockt und dann einen sicheren Schuss landet. Jetzt wollen wir mal sehen, wo er ist. Ja, da ist er doch. Das ist er. Ich bereite jetzt erst einmal versuchshalber einen leichten Pfeil vor. Der ist nicht so traumatisch, mit einer dünnen Nadel, und hoffe, dass ich ihn damit erwische. So ist das. Dr. Rietschel benutzt ein Blasrohr, das extra für ihn angefertigt wurde. Das ist ein spezielles Blasrohr. Das Schöne ist, das ist so ein Kunststoff. Da kriege ich zumindest kein Gewicht, wenn ich auf den Elektrozaun auflege. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Und das ist ein Präzisionsinstrument, kann man schon sagen. Und das habe ich extra so machen lassen in verschiedenen Teilstücken. Auf die Weise kann man es im Fluggepäck mitnehmen, ohne dass es auffällt. Also es passt in den Koffer rein. Und jetzt kann man es wieder zusammensetzen. So. Und da sind wir jetzt ready. Nun muss der Doktor nur noch das richtige Tier treffen. Es ist übrigens eine Hündin.
Oh, da ist sie ja. Jetzt ist sie ja optimal da. Das kann ich. Achtung. Da steht wieder einer davor. Ja, ja. Just remember the electric fence. Ja, ja, jetzt ist no problem. Ich muss senkrecht drauf treffen. Oh, das ist gut so. Sehr gut. Ja, so ist gut. Komm her, Mäusle. Damit das Mäusle auch mal frei steht, locken die Volontärinnen die anderen in Richtung Zaun. Wir haben's gleich. Ach je. Dr. Rietschel ist Spezialist für Wild- und Zootiere und ein Meister am Blasrohr. Bei dem Getümmel besteht aber die Gefahr, dass er das falsche Tier trifft. Ja, ja, so ist gut. Ganz ruhig. Treffer. So, set injected. Ja. So, we have to find the dart later. Während die Narkose wirkt, wird der Rest des Rudels mit Innereien beschäftigt. Das klappt bei Wildhunden immer. Wenn ihre glitschigen Lieblingshappen im Spiel sind, wird alles andere uninteressant. Jetzt sind die alle durch das Futter abgelenkt, sodass wir unter Umständen uns um das immobilisierte Tier dann kümmern können, ohne dass die uns zu sehr belästigen. Ja, yeah, that she is. Es wäre gut, wenn sie sich hier vorne dann hinlegt. Die Narkose soll die Hündin so wenig wie möglich belasten. Deshalb wurde die Dosierung gering gehalten. Ja, so ist gut. Das Problem ist, dadurch, dass es eine Riesengruppe ist, wird sie immer wieder aufgeschreckt und findet keine Ruhe, um einzuschlafen. Deswegen kann es möglich sein, wenn sie jetzt keinen stillen Winkel findet, dass wir noch ein bisschen nachdosieren müssen. Aber wie gesagt, man schätzt das Gewicht, aber jedes Tier reagiert individuell anders. Und hier ist jetzt natürlich auch kein Problem. Ja, ich nehme an, es reicht auch. Es reicht auch. Ja. Auf der großen Wiese im Farmzentrum werden zahlreiche Tierkinder von Hand aufgezogen. Auch die drei kleinen Springböcke. Sie haben den ganzen Vormittag getobt. Jetzt hängt ihnen der Magen in den Hufen. Also es ist so, am Mittag um 12 machen wir die Flaschen fertig. Und sobald wir dann auf der Wiese stehen, rufen wir nach denen und dann geht es wirklich nicht lange, bis die kommen, weil sie kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und die wissen, von wo sie das Futter kriegen und dann geht es immer recht schnell, bis sie bei uns sind. Wie man sieht, die haben einen rechten Zug drauf, also die sind echt hungrig. Das ist bei Bibi, Bobby und Bambi ja nichts Neues. Momentan müssen wir die natürlich noch füttern, weil sie sonst nicht überleben würden. Aber sobald sie selbstständig das Fressen sich suchen können, werden die wieder in die Wildnis rausgelassen, weil die lieben es ja, in der Herde zu sein. Es geht länger, die Flaschen zu machen, als dass sie brauchen, um die auszutrinken. Also ich finde sie sehr süß. Ich finde es wirklich toll, dass wir das machen dürfen. Es ist ja noch eine zusätzliche Arbeit, die wir hier machen. Und ich finde, es lohnt sich wirklich. Also es ist eine schöne Aufgabe, die wir haben. Dreimal am Tag bekommen die Kleinen die Flasche. Die nächste Fütterung ist gegen Abend. Dann sind die Volontärinnen wieder hier mit der nächsten Milchration. Ein paar hundert Meter weiter liegt die Futterküche. Hier arbeiten die Volontärinnen Jadranka und Anne-Luise an einer Überraschung für die grünen Meerkatzen. Einem Geschicklichkeitsspiel in Obst. Für den Menschen ist es eine kreative Aufgabe und für die grünen Meerkatzen. Denn wir müssen denken, wie wir es verstecken. Also wir müssen uns überlegen, dass wir es gut verstecken, sodass sie dann später auch noch lange daran Spaß haben, es wieder rauszufriemeln. Also sie brauchen ja dann ihren Kopf, dass sie an ihr Foto kommen. So, wir machen jetzt kleine Löcher in die Äpfel. In diese Löcher können wir dann Rosinen reinstecken oder Cornflakes. Den Volontärinnen geht es nicht anders als Tierpflegern im Zoo. Die Beschäftigung der Schützlinge ist ein Dauerthema. Weil sie nicht in der Wildnis leben, sind die Tiere nicht gefordert. Um es auf den Punkt zu bringen, ihnen ist langweilig. Wir werden jetzt diese Küchenpapierrolle mit verschiedenen Früchten ausfüllen und dem Gemüse. Und dann haben wir jetzt hier ein kleines Löchlein rein
gebastelt und werden die Ecken mit Toilettenpapier ausstopfen, sodass sie aus diesem Loch die Früchte, Rosinen, Gemüse rausholen sollen. Die freiwilligen Helfer können zwischen verschiedenen Aufgaben wählen. Entweder sie machen bei der Zaunkontrolle mit, bei der Reinigung der Gehege oder den Beschäftigungsaufgaben, die besonders beliebt sind. Jadranka und Luise setzen ihren ganzen Einfallsreichtum ein. Die Überraschungsbomben können sich sehen lassen. Das zieht auch andere an. Ein Warzenschwein schaut nach, ob etwas abfällt. Und die Hunde sind futterneidisch. Das ist eine alte, da war mal Mayonnaise drin. Und da werden wir jetzt einfach alles Obst und Gemüse reinpacken und dann zuschrauben. Und dass sie dann einfach den Trick rausfinden müssen, dass sie es aufschrauben sollen. Die Überraschung ist für den 6 Monate alten Bono gedacht, der sehr verspielt ist. Hello. Gleich geht der Spaß los. Wir werden jetzt einfach mal sehen, was sie damit anstellen mit unserem Spielzeug. Die Beschäftigung soll über die Wohnverhältnisse hinwegtrösten. Die Meerkatzen leben beengt, in Gehegen von 20 Quadratmetern Grundfläche. Es wurden zwischendurch zwar große Gehege für sie gebaut, doch dort sind sie kaum zu kontrollieren und brechen immer wieder aus. Das kann gefährlich werden, denn sie suchen die Nähe von Farmen und verwüsten die Ernte. Für viele geht das nicht gut aus. Sie werden abgeschossen. Wer Glück hat, wird nach Harnas gebracht. In den kleinen Gehegen hat man sie besser unter Kontrolle. Und die Volontäre denken sich täglich etwas aus, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie es so, dass sie so taktisch vorgehen. Ich hätte gedacht, dass sie es mehr zerstören, dass sie es einfach kaputt brechen. Oder. Aber sie gehen wirklich vor, dass sie erst das Toilettenpapier rausmachen und dann an das Essen gehen. Und als das alle ist, gehen sie miteinander in den Clinch. Auf Harnas leben insgesamt über 30 Wildhunde in verschiedenen Rudeln. In einer Gruppe von 10 Tieren wurde vor ein paar Minuten eine kranke Hündin narkotisiert. Nun kann Dr. Rietschel sie behandeln. Ja, wir wollen ihn aufs Auto laden. Er schläft tief, aber er wird von einem anderen bewacht. Wildhunde haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Die anderen behalten im Auge, was mit der Mitbewohnerin passiert. Das ist nicht ganz ungefährlich. Okay. Ich schmeiß ihn jetzt hier hoch. Wir wollen ihn draußen behandeln. Das können wir hier drin nicht machen. Während Dr. Rietschel mit der Patientin beschäftigt ist, halten Harnas Mitarbeiter Nick und Buschmann Thomas den Rest des Rudels in Schach. Den Hunden passt nämlich gar nicht, was hier los ist. Die Aufmerksamkeit der Tiere ist ein Beweis dafür, dass dieses Rudel funktioniert. Einer kümmert sich um den anderen. So soll es sein. Für die Helfer kann das gefährlich werden. Wildhunde haben zwar Angst vor ihnen, man weiß aber nie, ob sie sich nicht doch zusammenrotten und angreifen. So, wir können wieder rausfahren. Bis zum Tor werden die Helfer von den Wildhunden verfolgt. Also, es ist ein weibliches Tier. Ja, du wachst mir jetzt nicht auf. Wir haben hier ein stark geschwollenes Gelenk. Wir können hier eigentlich im Moment wenig machen. Die Sache ist, die muss ja wieder in die Gruppe zurück. Was wir machen können, ist ein Antibiotikum geben. Das ist mit Sicherheit eine Entzündung. Und wir können hier punktieren und den Inhalt untersuchen lassen, ob wir da speziell einen Ansatz finden mit Antibiotika. Überhaupt, ob es am Ende ist es überhaupt nicht eitrig, das sollte man schon sehen. So nahe kommt man einem Wildhund sonst nicht. Gute Gelegenheit für weitere Untersuchungen. Also die sind nicht mehr vital, die Eckzähne. Aber wenn man da jetzt anfängt, alle 4 Eckzähne zu reißen, ist das Tier nicht mehr überlebensfähig draußen in der Gruppe. Und ich gebe hier das ein Depot-Antibiotikum, das hält ein paar Tage. Und da können wir nach. Du lässt mich jetzt mal spritzen hier.
Während die Hündin behandelt wird, lässt ein Rudelmitglied, wahrscheinlich das Alpha-Tier, die Helfer nicht aus den Augen. Es wird in der Nähe bleiben, bis die Hündin zurück ist. Wir lassen sie hier draußen im Schatten in Ruhe aufwachen. Denn wenn wir den Käfig jetzt reintun, dann hüpfen die anderen alle um den Käfig rum. Und das ist, die Aufwachphase ist genauso schwierig für ein Tier wie die Einschlafphase. So. Sorry. Close it, close it, close it. Die Hündin ist noch geschwächt. Wäre das Rudel in der Nähe, könnte sie zu schnell versuchen aufzustehen. Das wäre auch für die Helfer kein Vergnügen. Okay. Sie kommt schon wieder zu sich. Gleich darf sie zurück ins Gehege. Bleibt zu hoffen, dass das Antibiotikum anschlägt und sie wieder ganz gesund wird. Auf der Farm Nauer Nauer im Norden Namibias leben seit 3 Monaten Nashörner. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, Noah und Valerie zu füttern. Unsere beiden Breitmaul-Nashörner, die wir aus Afrika gerettet haben, aus Südafrika, und die jetzt hier auf Nauer Nauer wohnen. Und ich bin mal total gespannt, denn ich habe die beiden noch nie gesehen. So. Die beiden werden momentan immer noch in diesem Bereich gefüttert. Sie haben aktuell noch ein sehr kleines Gehege, weil sie wild sind. Sie kommen wirklich aus der Wildnis, aus Südafrika, und können sich halt hier dementsprechend besser dran gewöhnen. Zusätzlich ist dieser Bereich noch überdacht. Das heißt, wenn es mal schlechtes Wetter gibt, ist das Futter geschützt, denn es ist Gras, es ist Heu, das, was die Tiere halt am liebsten fressen. Und dann fault es dementsprechend nicht so schnell weg. Angerichtet wird in der Boma. Das ist Afrikaans und bedeutet so viel wie Schleuse. Hier kamen die Dickhäuter vor 3 Monaten an. Wir wollen sie jetzt ehrlich gesagt so ein kleines bisschen betuppen, wie man das bei kleinen Kindern so macht, die keinen Spinat essen wollen, weil sie den ganz fies finden. Und es ist wohl so, dass sie dieses gelbe Zeug nicht so wirklich gerne futtern. Und deshalb mischen wir das mit dem Grünen, was sie wohl richtig klasse finden. Das sind nochmal 2 unterschiedliche Grasarten. Und damit sie beides fressen, mischen wir das jetzt einfach ein bisschen. Kleiner Betrug, aber ist ja für einen guten Zweck. Die Nashörner speisen grundsätzlich in der Boma. Durch vertraute Plätze und Menschen sollen sie eine Bindung zur Farm aufbauen. An Nauer Nauer Mitarbeiter Chaco sind die Dickhäuter gewöhnt. Er kümmert sich seit ihrer Ankunft um die beiden. Und da sind sie. Nashornkuh Valerie, etwa 6, und Bulle Noah, etwa 8 Jahre alt. Sie sind misstrauisch, wahrscheinlich, weil Jessica ihnen fremd ist. Komm, komm, komm. Die Nashörner machen kehrt, weit kommen sie nicht. Ihr Gehege ist nur etwas größer als ein Fußballfeld. Erst wenn sie eine stabile Bindung zur Farm und den Mitarbeitern aufgebaut haben, dürfen sie in ein weitläufigeres Areal, in dem ihre Artgenossen Dina und Dan leben. Nauer Nauer wird gerade umgebaut. Geplant ist, dass in ein paar Monaten alle 4 Nashörner jede Menge Platz bekommen. Bis zu 30 Hektar, also ungefähr 40 mal so viel wie jetzt. Großes Versteck spielen. Und das ist eigentlich auch ziemlich putzig. Die beiden verstecken sich hinter einem gemeinsamen Strauch und der eine niggelt links rum, der andere rechts. Und keiner traut sich so wirklich nach vorne. Obwohl wir hier jetzt wirklich ein super leckeres Abendbuffet aufgebaut haben und ich irgendwie mit einer Staublunge davon gekommen bin. Aber wir können sie gerade noch nicht wirklich begeistern und müssen leider noch ein bisschen abwarten. Die beiden lassen sich nicht locken. Nicht für Futter und gute Worte. Zurück nach Harnas. Hier lebt Meerkatze Bono. Er ist 6 Monate alt und eine Handaufzucht. Mit seiner Einsamkeit ist es gleich vorbei. Mit dieser Dose möchten wir zum Bono rein. Das ist unser Jüngster und der friedlichste hier. Er ist hier aufgewachsen von Geburt an und wir werden diesen Plastikbecher zu ihm reinstellen, werden schauen, was er macht, ob er darauf kommt, dass es aufdrehen muss und dann an die Früchte kommt. Ansonsten werden wir ihm helfen irgendwann zum Schluss. Genau.
Bono braucht viel Unterhaltung. Später einmal soll er bei der vierköpfigen Gruppe im Nachbargehege leben. Aber erst, wenn die Tiere sich aneinander gewöhnt haben. So sieht Ratlosigkeit aus. Bono hat keinen Schimmer, was er mit diesem Ding anfangen soll. Ich werde jetzt versuchen, ihm einfach das mal zu zeigen, wie man den Deckel aufmacht. Dass er dann erkennt, was er machen muss. Bono, look. Wenn man ihm hilft, begreift Bono schnell. Ja, komm. Ja. Well done. Super. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe sie ein bisschen angedreht und habe ihm gezeigt, was er machen muss. Und er hat sofort den Trick rausbekommen, was er tun soll. Das nützt ihm nur nichts, denn der Deckel ist schon wieder drauf. So, jetzt kannst du es wieder aufmachen. Ich habe es einfach noch mal zugemacht, damit er das lernt, dass er dann sowas aufdrehen kann, dass er einfach noch mal versucht. Meerkatzen sind übrigens Allesfresser. Sie bevorzugen zwar pflanzliche Kost, aber Insekten, Tausendfüßler oder Eidechsen stehen ebenfalls auf ihrem Speiseplan. Bono ist mit seinem Plastikbehälter immer noch nicht weiter. Ihm fehlt die zündende Idee. Das kann Jadranka nicht mit ansehen. Und dann ist es mit vereinten Kräften wieder geschafft. Endlich kommt Bono an das Obst, neidisch beäugt von einem Artgenossen nebenan. Ja, normalerweise, sobald er Futter bekommt, kippt er die Futterschüssel einfach, dreht er sie um, dass das ganze Futter rauskommt und er dann sehen kann, was für Essen er bekommen hat, wie viel Leckereien er hat und kann sich dann gemütlich raussuchen, was er gerne zuerst essen möchte. Der Vorteil des Single-Lebens ist, dass man nicht teilen muss. Bono, was machst du? Fliegst du runter? Egal. Hauptsache, das Obst hat's überstanden. Wir werden jetzt einfach das Futter, was er schon rausbekommen hat, werden hier lassen und den Rest wieder mitnehmen und dann einfach für morgen aufbewahren. Dann kann er morgen noch mal sein Köpfchen ein bisschen einschalten und darf noch mal rausbekommen, wie er diese Dose aufmacht. Genau. Bono muss den Rest der Beute also wieder abgeben. Aber morgen kommt sie ja zusammen mit den Volontärinnen wieder zurück. Bye bye. Bis morgen, Bono. Auf Nauer Nauer kann Mitarbeiter Jaco locken, wie er will. Die Nashörner Noah und Valerie bleiben hinter einem Busch versteckt. Also, wir warten leider immer noch, dauert scheinbar ein bisschen länger. Und was halt ganz spannend ist, Nashörner sehen zwar extrem schlecht, nur so circa 20 Meter, was ja für so ein Riesentier eigentlich nicht wirklich viel ist, gerade in der weiten Steppe. Aber sie hören extremst gut und die Witterung ist auch ganz fantastisch. Das heißt, sie wittern bis auf 700 Meter. Und da sie halt beide wild sind, kann es natürlich sein, dass sie jetzt wirklich völlig verängstigt sind, weil ich auch noch hier bin und sich deshalb nicht so ganz ans Futter trauen. Jaco hat Geduld. Und endlich zeigen die Dickhäuter etwas Vertrauen. In Südafrika, wo sie bis vor 3 Monaten lebten, waren sie in Gefahr. Denn dort gibt es ein großes Problem mit Wilderern. Allein im vergangenen Jahr wurden über 600 Tiere getötet. In Namibia, wo jeder jeden kennt, haben Wilderer es nicht so leicht. Schritt für Schritt sollen Noah und Valerie in ihrem neuen Zuhause Fuß fassen. Also wir haben unser Bestes gegeben und ich finde persönlich, wir haben ein super Buffet aufgebaut. Aber ja, die Herrschaften konnten wir leider heute noch nicht so überzeugen. Sie laufen immer noch in ihrem Gehege rum und sind wahrscheinlich etwas erstaunt, dass sie dort vorne nur so ein kleines Häufchen an Futter finden. Und deshalb denke ich mal, werden wir sie jetzt einfach mal alleine lassen und sie werden sicherlich zu späterer Stunde noch ihren Weg zum Abendessen finden.
Wenn die Nashörner sich weiter gut einleben, werden sie vielleicht irgendwann Nachwuchs bekommen. Das wäre ein großer Erfolg für das Waisenhaus für wilde Tiere. Zurück nach Harnas. Es ist Abend geworden. Das bedeutet, die Tiere auf der großen Farmwiese müssen in den Stall. Nachts kann es draußen gefährlich werden, denn dann schleichen hier Schakale auf der Suche nach Beute herum. Svenja und Bianca wollen die drei jungen Springböcke, Bambi, Bibi und Bobby, ins Bett bringen. Das Lockmittel ist, wie üblich, Milch. Wir treiben jeden Abend die drei Springbock-Babys in ihre Unterkunft, wo sie schlafen, einfach in der Nacht. Am Tag sind sie natürlich draußen, springen rum. Und dann füttern wir sie auch am Abend. In der Wildnis würden die Kleinen noch bei ihrer Mutter trinken. Die Mama von einem Springbock ist im Zaun hängen geblieben und dann gestorben. Und dann hat der Bauer gesehen, dass da noch ein Baby ist und hat dann Hanas angerufen. Und die gingen natürlich sofort schauen und haben dann das Springbock-Baby hier hingebracht. Und wir füttern jetzt dieses dreimal am Tag, weil es natürlich sonst in der Wildnis verhungert wäre. So klingen viele Geschichten auf Harnas. Die meisten Tiere kommen als Waisenkinder und wachsen hier beschützt auf. Und damit das auch nachts so ist, müssen sie eben in den Stall. Es ist hier immer noch fast wie die Wildnis. Also es ist zwar schon ein Zaun drumherum, aber es können natürlich immer wilde Tiere wie Karakale kommen. Und dann werden die natürlich in Gefahr. Also darum müssen die jeden Abend wirklich in ihr Käfig gehen, damit sie nicht gefressen werden. Erzähl das mal einer den Springböcken. Wie alle Babys wollen sie nicht ins Bett. Die Milch lockt zwar, aber zu gerne würden sie noch auf dem Rasen herumtoben. Bambi schlägt noch eine letzte Runde heraus. Gemeinsam mit Bibi. Sie sind halt jetzt verschreckt, es sind halt scheue Tiere. Und deswegen bei viel Aufregung, viel Menschenverkehr laufen sie halt einfach weg. Aufgeben ist nicht. Mit Kleinkindern muss man eben Geduld haben. Schließlich klappt es. Für heute Nacht sind Bibi, Bobby und Bambi sicher. Und? Nun können auch Svenja und Bianca beruhigt Feierabend machen. An anderer Stelle der Farm ist noch nicht an ein Arbeitsende zu denken. Die Stachelschweine sind verschwunden. Da müssen die mit Wildtieren erfahrenen Buschmänner ran. Wir sind jetzt hier auf der Suche nach unseren Stachelschweinen. Und das ist immer ein sehr schönes Spektakel, weil man braucht relativ viele Leute, damit man die Stachelschweine dann doch schlussendlich noch ins Gehege bekommt. Buschmann Damchro hat eine Idee, wo die Tiere sein könnten. Weil er Afrikaans spricht, versteht Amadeus kaum, was gemeint ist. Also ich vermute mal, dass wir unsere Suche jetzt da, dort vorne weiterführen und dann nach rechts rum weitergehen, um alles abzusuchen. Tagsüber können die Stachelschweine frei hier rumlaufen, aber nachts bzw. Zur Abenddämmerung versuchen wir halt die Stachelschweine wieder einzufangen, weil sie wären halt nicht die einzigen Tiere, die hier nachts rumkriechen. Und wir wollen einfach sicher gehen, dass es denen gut geht, dass wir nicht eines Morgens hier auftauchen und dann haben wir nur noch zwei. Deswegen suchen wir sie. Stachelschweine sind nachtaktiv. Abends kommen sie aus ihren Verstecken raus. Deshalb ist die Chance, sie zu finden, jetzt größer als zum Beispiel am Mittag, wenn sie in irgendwelchen Schlupfwinkeln dösen. Durch ihre Traditionen und ihr Wissen haben die San eine enge Bindung zu Wildtieren. Aber die drei Nager haben sie nicht gefunden.
Ein neuer Plan muss her. Was machen wir? What are we doing? Amadeus spricht nicht so gut Afrikaans. Er muss sich alles zusammenreimen. Ah, okay. Also ich glaube, dass wir jetzt hier warten, weil einer ist gerade darüber gesprintet, einer ist halt da lang gesprintet. Und ich denke, wir warten jetzt hier halt auf irgendwie ein Feedback von den beiden, ja, ob sie nicht da sind oder da. Halt. Mit dem Feedback ist das so eine Sache. Die Buschmänner sprechen kein Englisch. Nur ihre Kinder lernen das in der Schule. Also ich kann das wirklich nur deuten, was er sagt. Aber ich vermute mal, dass nee. Also muss Amadeus sich auf die Buschmänner verlassen. Mittlerweile ist es fast dunkel. Also so wie ich sie jetzt verstehe, vermuten sie, dass ein Stachelschwein da drunter ist. Und ja, jetzt testen sie halt erstmal mit einem Bambusstock, ob sie da auf Widerstand stoßen oder ob man jetzt halt irgendwas hört. Die San gelten als Ureinwohner des südlichen Afrikas. Ihre Sprache heißt Nama. Sie benutzen 20 unterschiedliche Klick- und Schnalzlaute. Endlich haben sie einen Fund gemacht. Wir haben keine Stachelschweine drunter gefunden, dafür Unmengen an Mangusten. Schließlich zeigt sich auch ein Stachelschwein und gibt Fersengeld. Wir haben sie jetzt endlich gefunden. Und jetzt müssen wir es halt nur noch versuchen, irgendwie halt ins Gehege zu bekommen. Das kann unangenehm werden. Die Stacheln der Tiere haben Widerhaken. Hat man sie in der Haut, bekommt man sie nur schwer wieder raus. Deshalb muss man Abstand halten. Wir wissen genau, wo es lang geht. Es bleibt bei diesem einen Stachelschwein. Die anderen wurden selbst von den Buschmännern nicht gefunden. Jetzt ist es zu dunkel für eine weitere Suchaktion. Immerhin eine Fangquote von 33,3%. Wir haben zumindest eins gefunden und in Sicherheit gebracht. Und das nächste Mal auf Harnas, schwere Aufgabe. Kudu Quincy wehrt sich immer noch gegen die Milchflasche. Und großer Moment. Jessica darf die Nashörner Dina und Dan füttern. Schade, schon vorbei. Sobald wir dann auf der Wiese stehen, rufen wir nach denen und dann geht es wirklich nicht lange, bis die kommen, weil sie kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und die wissen, von wo sie das Futter kriegen und dann geht es immer recht schnell, bis sie bei uns sind. Wie man sieht, die haben einen rechten Zug drauf, also die sind echt hungrig. Das ist bei Bibi, Bobby und Bambi ja nichts Neues. Momentan müssen wir die natürlich noch füttern, weil sie sonst nicht überleben würden. Aber sobald sie selbstständig das Fressen sich suchen können, werden die wieder in die Wildnis rausgelassen, weil die lieben es ja, in der Herde zu sein. Es geht länger, die Flaschen zu machen, als dass sie brauchen, um die auszutrinken. Also ich finde sie sehr süß. Ich finde es wirklich toll, dass wir das machen dürfen. Es ist ja noch eine zusätzliche Arbeit, die wir hier machen. Und ich finde, es lohnt sich wirklich. Also, es ist eine schöne Aufgabe, die wir haben. Dreimal am Tag bekommen die Kleinen die Flasche. Die nächste Fütterung ist gegen Abend. Dann sind die Volontärinnen wieder hier mit der nächsten Milchration.
Ein paar hundert Meter weiter liegt die Futterküche. Hier arbeiten die Volontärinnen Jadranka und Anne-Luise an einer Überraschung für die grünen Meerkatzen. Einem Geschicklichkeitsspiel in Obst. Für einen Menschen ist es eine kreative Aufgabe und für die grüne Meerkatzen. Denn wir müssen denken, wie wir es verstecken. Also wir müssen uns überlegen, dass wir es gut verstecken, sodass sie dann später auch noch lange daran Spaß haben, es wieder rauszufriemeln. Also sie brauchen ja dann ihren Kopf, dass sie an ihr Foto kommen. So, wir machen jetzt kleine Löcher in die Äpfel. In diese Löcher können wir dann Rosinen reinstecken oder Cornflakes. Den Volontärinnen geht es nicht anders als Tierpflegern im Zoo. Die Beschäftigung der Schützlinge ist ein Dauerthema. Weil sie nicht in der Wildnis leben, sind die Tiere nicht gefordert. Um es auf den Punkt zu bringen, ihnen ist langweilig. Wir werden jetzt diese Küchenpapierrolle mit verschiedenen Früchten ausfüllen und dem Gemüse. Und dann haben wir jetzt hier ein kleines Löchlein reingebastelt und werden die Ecken mit Toilettenpapier ausstopfen, sodass sie aus diesem Loch die Früchte, Rosinen, Gemüse rausholen sollen. Die freiwilligen Helfer können zwischen verschiedenen Aufgaben wählen. Entweder sie machen bei der Zaunkontrolle mit, bei der Reinigung der Gehege oder den Beschäftigungsaufgaben, die besonders beliebt sind. Jadranka und Luise setzen ihren ganzen Einfallsreichtum ein. Die Überraschungsbomben können sich sehen lassen. Das zieht auch umzubringen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so taktisch vorgehe. Ich hätte gedacht, dass ich es mehr zerstören, dass sie es einfach kaputt brechen oder. Aber sie gehen wirklich vor, dass sie erst das Toilettenpapier rausmachen und dann an das Essen gehen. Und als das alle ist, gehen sie miteinander in den Clinch. Auf Harnas leben insgesamt über 30 Wildhunde in verschiedenen Rudeln. In einer Gruppe von 10 Tieren wurde vor ein paar Minuten eine kranke Hündin narkotisiert. Nun kann Dr. Rietschel sie behandeln. Ja, wir wollen ihn aufs Auto laden. Er schläft tief, aber er wird vom anderen bewacht. Wildhunde haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten. Die anderen behalten im Auge, was mit der Mitbewohnerin passiert. Das ist nicht ganz ungefährlich. Okay. Ich schmeiß ihn jetzt hier hoch. Wir wollen ihn draußen behandeln. Das können wir hier drin nicht machen. Während Dr. Rietschel mit der Patientin beschäftigt ist, halten Harnas Mitarbeiter Nick und Buschmann Thomas den Rest des Rudels in Schach. Den Hunden passt nämlich gar nicht, was hier los ist. Die Aufmerksamkeit der Tiere ist ein Beweis dafür, dass dieses Rudel funktioniert. Einer kümmert sich um den anderen. So soll es sein. Für die Helfer kann das gefährlich werden. Wildhunde haben zwar Angst vor ihnen, man weiß aber nie, ob sie sich nicht doch zusammenrotten und angreifen. So, wir können wieder rausfahren. Bis zum Tor werden die Helfer von den Wildhunden verfolgt. Also, es ist ein weibliches Tier. Ja, du wachst mir jetzt nicht auf. Wir haben hier ein stark geschwollenes Gelenk. Wir können hier eigentlich im Moment wenig machen. Die Sache ist die, er muss ja wieder in die Gruppe zurück. Was wir machen können, ist ein Antibiotikum geben. Das ist mit Sicherheit eine Entzündung. Und wir können hier punktieren und den Inhalt untersuchen lassen, ob wir da speziell einen Ansatz finden mit Antibiotika. Überhaupt, ob es am Ende ist es überhaupt nicht eitrig, das sollte man schon sehen. So nahe kommt man einem Wildhund sonst nicht. Gute Gelegenheit für weitere Untersuchungen. Also die sind nicht mehr vital, die Eckzähne. Aber wenn man da jetzt anfängt, alle 4 Eckzähne zu reißen, ist das Tier nicht mehr überlebensfähig draußen in der Gruppe. Und ich gebe hier das ein Depotantibiotikum, das hält ein paar Tage. Und da können wir nach. Du lässt mich jetzt mal spritzen. Zum Tor werden die Helfer von den Wildhunden verfolgt. Also, es ist ein weibliches Tier. Ja, du wachst mir jetzt nicht auf. Wir haben hier ein stark geschwollenes Gelenk.
Wir können hier eigentlich im Moment wenig machen. Die Sache ist die, er muss ja wieder in die Gruppe zurück. Was wir machen können, ist ein Antibiotikum geben. Das ist mit Sicherheit eine Entzündung. Und wir können hier punktieren und den Inhalt untersuchen lassen, ob wir da speziell einen Ansatz finden mit Antibiotika. Überhaupt, ob es am Ende ist es überhaupt nicht eitrig. Das sollte man schon sehen. So nahe kommt man einem Wildhund sonst nicht. Gute Gelegenheit für weitere Untersuchungen. Also die sind nicht mehr vital, die Eckzähne. Aber wenn man da jetzt anfängt, alle vier Eckzähne zu reißen, ist das Tier nicht mehr überlebensfähig draußen in der Gruppe. Und ich gebe hier das ein Depot-Antibiotikum. Das hält ein paar Tage. Und da können wir nach. Du lässt mich jetzt mal spritzen hier. Während die Hündin behandelt wird, lässt ein Rudelmitglied, wahrscheinlich das Alpha-Tier, die Helfer nicht aus den Augen. Es wird in der Nähe bleiben, bis die Hündin zurück ist. Wir lassen sie hier draußen im Schatten in Ruhe aufwachen. Denn wenn wir den Käfig jetzt reintun, dann hüpfen die anderen alle um den Käfig rum. Und die Aufwachphase ist genauso schwierig für ein Tier wie die Einschlafphase. So. Sorry. Close it. Die Hündin ist noch geschwächt. Wäre das Rudel in der Nähe, könnte sie zu schnell versuchen aufzustehen. Das wäre auch für die Helfer kein Vergnügen. Okay. Sie kommt schon wieder zu sich. Gleich darf sie zurück ins Gehege. Bleibt zu hoffen, dass das Antibiotikum anschlägt und sie wieder ganz gesund wird. Auf der Farm Nauernauer im Norden Namibias leben seit 3 Monaten Nashörner. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg, Noah und Valerie zu füttern. Unsere beiden Breitmaul-Nashörner, die wir aus Afrika gerettet haben, aus Südafrika, und die jetzt hier auf Nauernauer wohnen. Und ich bin mal total gespannt, denn ich habe die beiden noch nie gesehen. So. Die beiden werden momentan immer noch in diesem Bereich gefüttert. Sie haben aktuell noch ein sehr kleines Gehege, weil sie wild sind. Sie kommen wirklich aus der Wildnis, aus Südafrika, und können sich halt hier dementsprechend besser dran gewöhnen. Zusätzlich ist dieser Bereich noch überlaufen irgendwann zum Schluss. Genau. Bono braucht viel Unterhaltung. Später einmal soll er bei der vierköpfigen Gruppe im Nachbargehege leben. Aber erst, wenn die Tiere sich aneinander gewöhnt haben. Hallo, Baby. Wie man das macht, ha? So sieht Ratlosigkeit aus. Bono hat keinen Schimmer, was er mit diesem Ding anfangen soll. Ich werde jetzt versuchen, ihm einfach das mal zu zeigen, wie man den Deckel aufmacht. Dass er dann erkennt, was er machen muss. Bono, look. Wenn man ihm hilft, begreift Bono schnell. Ja, komm. Ja. Well done. Super. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe sie ein bisschen angedreht und habe ihm gezeigt, was er machen muss. Und er hat sofort den Trick rausbekommen, was er tun soll. Das nützt ihm nur nichts, denn der Deckel ist schon wieder drauf. So, jetzt kannst du es wieder aufmachen. Ich habe es einfach nochmal zugemacht, damit er das lernt, dass er sowas aufdrehen kann, dass er einfach nochmal versucht. Meerkatzen sind übrigens Allesfresser. Sie bevorzugen zwar pflanzliche Kost, aber Insekten, Tausendfüßler oder Eidechsen stehen ebenfalls auf ihrem Speiseplan. Bono ist mit seinem Plastikbehälter immer noch nicht weiter. Ihm fehlt die zündende Idee. Das kann Jadranka nicht mit ansehen. Und dann ist es mit vereinten Kräften wieder geschafft. Endlich kommt Bono an das Obst, neidisch beäugt von einem Artgenossen nebenan. Ja, normalerweise, sobald er Futter bekommt, kippt er die Futterschüssel einfach, dreht er sie um, dass das ganze Futter rauskommt und er dann sehen kann, was für
Essen er bekommen hat, wie viele Leckereien er hat. Und kann sich dann gemütlich raussuchen, was er gerne zuerst essen möchte. Der Vorteil des Single-Lebens ist, dass man nicht teilen muss. Bono, was machst du? Fliegst du runter? Egal. Hauptsache, das Obst hat's überstanden. Wir werden jetzt einfach das Futter, was er schon rausbekommen hat, werden hier lassen und den Rest wieder mitnehmen und dann einfach für morgen aufbewahren. Dann kann er morgen noch mal sein Köpfchen ein bisschen einschalten und darf noch mal rausbekommen, wie er diese Dose aufmacht. Dr. Rietschel benutzt ein Blasrohr, das extra für ihn angefertigt wurde. Das ist ein spezielles Blasrohr. Das Schöne ist, das ist so ein Kunststoff. Da kriege ich zumindest kein Gewicht, wenn ich auf den Elektrozaun auflege. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Und das ist ein Präzisionsinstrument, kann man schon sagen. Und das habe ich extra so machen lassen in verschiedenen Teilstücken. Auf die Weise kann man es im Fluggepäck mitnehmen, ohne dass es auffällt. Also es passt in den Koffer rein. Und jetzt kann man es wieder zusammensetzen. So. Da sind wir jetzt ready. Nun muss der Doktor nur noch das richtige Tier treffen. Es ist übrigens eine Hündin. Oh, da ist sie ja. Jetzt ist sie ja optimal da. Das kann ich. Achtung. Da steht wieder einer davor. Ja, ja. Just remember the electric fence. Ja, ja, yes, it's no problem. Ich muss senkrecht drauf treffen. Oh, das ist gut so. Sehr gut. Ja, so ist gut. Komm her, Mäusle. Damit das Mäusle auch mal frei steht, locken die Volontärinnen die anderen in Richtung Zaun. Wir haben's gleich. Ach je. Dr. Rietschel ist Spezialist für Wild- und Zootiere und ein Meister am Blasrohr. Bei dem Getümmel besteht aber die Gefahr, dass er das falsche Tier trifft. Ja, ja, so ist gut. Ganz ruhig. Treffer. So, set injected. Yeah. So, we have to find the dart later. Während die Narkose wirkt, wird der Rest des Rudels mit Innereien beschäftigt. Das klappt bei Wildhunden immer. Wenn ihre glitschigen Lieblingshappen im Spiel sind, wird alles andere uninteressant. Jetzt sind die alle durch das Futter abgelenkt, sodass wir unter Umständen uns um das immobilisierte Tier dann kümmern können, ohne dass die uns zu sehr belästigen. Ja, yeah, that she is. Es wäre gut, wenn sie sich hier vorne dann hinlegt. Die Narkose soll die Hündin so wenig wie möglich belasten. Deshalb wurde die Dosierung gering gehalten. Ja, so ist gut. Das Problem ist, dadurch, dass es eine Riesengruppe ist, wird sie immer wieder aufgeschreckt und findet keine Ruhe, um einzuschlafen. Deswegen kann es möglich sein, wenn sie jetzt keinen stillen Winkel findet, dass wir noch ein bisschen nachdosieren müssen. Aber wie gesagt, man schätzt das Gewicht, aber jedes Tier reagiert individuell anders. Und hier ist jetzt natürlich auch kein Problem. Ja, ich nehme an, das reicht auch. Macht, das weiß Johann. Dieses Mal klappt das Verscheuchen. Is this the right one, Johann? Right, yes. Okay. Endlich holt sich der Außenseiter das Fleisch. Oh. Okay, wir haben es endlich geschafft. Der richtige Geparde hat sein großes Stück Fleisch bekommen. Und ja, Mission erledigt. Das war eine logistische Meisterleistung. Ein paar Kilometer weiter leben 10 Wildhunde in einem Rudel. Sie bekommen Besuch. Eins der Tiere ist krank. Bei der Fütterungstour am Morgen wurde festgestellt, dass es am rechten Hinterbein lahmt. Nun soll es behandelt werden. Also wir haben einen mit einem stark geschwollenen Hinterlauf, der auch schont. Und da müssen wir zumindest sehen, um was sich dabei handelt, ob wir das behandeln können
ob er Antibiotika braucht und dergleichen. Und dafür müssen wir ihn in Narkose legen. Und das ist ein bisschen schwierig. Wir haben hier eine Meute von 10 Tieren. Und die wuseln alle durcheinander. Wir müssen also den richtigen treffen. Und wir müssen ihn dann auch separieren, ohne dass die anderen zu sehr stören. Und am besten macht man das, erreicht man das, indem man sie mit Fleisch in die Nähe des Zaunes lockt und dann einen sicheren Schuss landet. Jetzt wollen wir mal sehen, wo er ist. Ja, da ist er doch. Das ist er. Ich bereite jetzt erst einmal versuchshalber einen leichten Pfeil vor. Der ist nicht so traumatisch, mit einer dünnen Nadel, und hoffe, dass ich ihn damit erwische. Dr. Rietschel benutzt ein Blasrohr, das extra für ihn angefertigt wurde. Das ist ein spezielles Blasrohr. Das Schöne ist, das ist so ein Kunststoff. Da kriege ich zumindest kein Gewicht, wenn ich auf den Elektrozaun auflege. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Und das ist ein Präzisionsinstrument, kann man schon sagen. Und das habe ich extra so machen lassen in verschiedenen Teilstücken. Auf die Weise kann man es im Fluggepäck mitnehmen, ohne dass es auffällt. Also es passt in den Koffer rein. Und jetzt kann man es wieder zusammensetzen. So. Und da sind wir jetzt ready. Nun muss der Doktor nur noch das richtige Tier treffen. Es ist übrigens eine Hündin. Oh, da ist sie ja. Jetzt ist sie ja optimal da. Das kann ich. Achtung. Da steht. Guten Morgen, Peggy. Wir sind hier im neuen Zuhause von der Peggy Sue. Und wie man sieht, ist sie noch völlig verschlafen und denkt sich nur, oh mein Gott, was wollt ihr denn jetzt von mir? Ja, wir wollen einfach schauen, wie es ihr jetzt nach ihrer ersten Nacht im neuen Zuhause hier geht. Wollen ihr natürlich ein gebührendes Frühstück bringen. Und wir haben aber das Gefühl, dass sie sich ganz wohl fühlt. Also sie liegt da so richtig entspannt reingekuschelt. Und jetzt bringen wir ihr erstmal das Frühstück vorbei. Jessica hat 2 Wochen als freiwillige Helferin auf Harnas gearbeitet und zum Abschluss ihrer Namibia-Reise noch eine Woche Nawa Nawa drangehängt. Nun kümmert sie sich um Peggy Sue. Das Warzenschwein wuchs nahe der Hauptstadt als Haustier auf. Mit seinen 1,5 Jahren wurde es seinen Haltern nun aber zu groß. Also wir haben hier ein bisschen Reis und zusammengemischt mit Möhre, Salat, Gurke. Also der richtige Vitamin-Cocktail für einen frischen Morgen. Noch ein paar Äpfel dazu, damit es der jungen Dame hier richtig gut geht. Sie war bestimmt in die im Schwimmbad, ne? Ja, genau. Weil sie ist bis hier voll mit Matsch. Matsche, Staub, verdreckt. Daher denken wir, dass sie es sich wirklich gestern Abend hat gut gehen lassen und hat sich hier erstmal zu Hause gefühlt. Yum, yum. Das kleine Warzenschweinchen. Also sie sind ja als Kleintier auch gerade eigentlich ganz putzig. Ja, sehr auffällig sind halt hier wirklich die Warzen. Die Weibchen haben 2 auf jeder Seite, die Männchen 4. Das heißt, so wirklich wunderschön sind sie jetzt eigentlich nicht, aber irgendwie schon wieder so hässlich, dass sie putzig sind und dass man einfach über sie lachen muss. Und das Witzige ist, wenn sie laufen, vor allem wenn sie auch weglaufen, stellen sie hinten so ihr Schwänzchen hoch mit dem kleinen Puschel oben dran, weshalb sie auch den Spitznamen Radio Afrika haben. Und das sieht auch wirklich richtig witzig aus, wenn sie dann hier durch die Gegend flitzen. Und Kraft haben sie übrigens auch. Weil Peggy Sue ein Haustier war, hat sie die Wildnis bisher noch nicht erlebt. Wisst ihr denn jetzt schon, was ihr mit Peggy danach weiter vorhabt? Denn man hat ja gerade gesehen, also die ist so auf Menschen fixiert, die sucht ja richtig die Nähe. Und ich sag mal, wenn sie jetzt die nächsten Schritte macht, außerhalb hier ihres ersten kleinen Zuhauses, wisst ihr da schon, was genau mit ihr passieren soll hier auf Nawa Nawa? Ich denke dann, dass sie wirklich beschützt freigelassen werden kann. Hier wird überhaupt nicht gejagt oder sowas. Und wenn sie von Menschen weg ist, dass sie keine Gefahr bringen kann, dann ist für sie der Futter eigentlich ganz ruhig und das kleine Paradies. Denn dort gibt es ein großes Problem mit Wilderern. Allein im vergangenen Jahr wurden über 600 Tiere getötet.
In Namibia, wo jeder jeden kennt, haben Wilderer es nicht so leicht. Schritt für Schritt sollen Noah und Valerie in ihrem neuen Zuhause Fuß fassen. Also wir haben unser Bestes gegeben und ich finde persönlich, wir haben ein super Buffet aufgebaut. Aber ja, die Herrschaften konnten wir leider heute noch nicht so überzeugen. Sie laufen immer noch in ihrem Gehege rum und sind wahrscheinlich etwas erstaunt, dass sie dort vorne nur so ein kleines Häufchen an Futter finden. Und deshalb denke ich mal, werden wir sie jetzt einfach mal alleine lassen und sie werden sicherlich zu späterer Stunde noch ihren Weg zum Abendessen finden. Wenn die Nashörner sich weiter gut einleben, werden sie vielleicht irgendwann Nachwuchs bekommen. Das wäre ein großer Erfolg für das Waisenhaus für wilde Tiere. Zurück nach Harnas. Es ist Abend geworden. Das bedeutet, die Tiere auf der großen Farmwiese müssen in den Stall. Nachts kann es draußen gefährlich werden, denn dann schleichen hier Schakale auf der Suche nach Beute herum. Svenja und Bianca wollen die drei jungen Springböcke, Bambi, Bibi und Bobby, ins Bett bringen. Das Lockmittel ist, wie üblich, Milch. Wir treiben jeden Abend die drei Springbock-Babys in ihre Unterkunft, wo sie schlafen, einfach in der Nacht. Am Tag sind sie natürlich draußen, springen rum. Und dann füttern wir sie auch am Abend. In der Wildnis würden die Kleinen noch bei ihrer Mutter trinken. Die Mama von einem Springbock ist im Zaun hängen geblieben und dann gestorben. Und dann hat der Bauer gesehen, dass da noch ein Baby ist und hat dann Hanas angerufen. Und die gingen natürlich sofort schauen und haben dann das Springbock-Baby hier hingebracht. Und wir füttern jetzt dieses dreimal am Tag, weil es natürlich sonst in der Wildnis verhungert wäre. So klingen viele Geschichten auf Harnas. Die meisten Tiere kommen als Waisenkinder und wachsen hier beschützt auf. Und damit das auch nachts so ist, müssen sie eben in den Stall. Es ist hier immer noch fast wie die Wildnis. Also es ist zwar schon ein Zaun drumherum, aber es können natürlich immer wilde Tiere wie Karakale kommen. Und dann werden die natürlich in Gefahr. Also darum müssen die jeden Abend wirklich in ihr Käfig gehen, damit sie nicht gefressen werden. Erzähl das mal einer den Springböcken. Wie alle Babys wollen sie nicht ins Bett. Die unser Bestes gegeben und ich finde persönlich, wir haben ein super Buffet aufgebaut. Aber ja, die Herrschaften konnten wir leider heute noch nicht so überzeugen. Sie laufen immer noch in ihrem Gehege rum und sind wahrscheinlich etwas erstaunt, dass sie dort vorne nur so ein kleines Häufchen an Futter finden. Und deshalb denke ich mal, werden wir sie jetzt einfach mal alleine lassen und sie werden sicherlich zu späterer Stunde noch ihren Weg zum Abendessen finden. Wenn die Nashörner sich weiter gut einleben, werden sie vielleicht irgendwann Nachwuchs bekommen. Das wäre ein großer Erfolg für das Waisenhaus für wilde Tiere. Zurück nach Harnas. Es ist Abend geworden. Das bedeutet, die Tiere auf der großen Farmwiese müssen in den Stall. Nachts kann es draußen gefährlich werden, denn dann schleichen hier Schakale auf der Suche nach Beute herum. Svenja und Bianca wollen die drei jungen Springböcke, Bambi, Bibi und Bobby, ins Bett bringen. Das Lockmittel ist, wie üblich, Milch. Wir treiben jeden Abend die drei Springbock-Babys in ihre Unterkunft, wo sie schlafen, einfach in der Nacht. Am Tag sind sie natürlich draußen, springen rum. Und dann füttern wir sie auch am Abend. In der Wildnis würden die Kleinen noch bei ihrer Mutter trinken. Die Mama von einem Springbock ist im Zaun hängen geblieben und dann gestorben. Und dann hat der Bauer gesehen, dass da noch ein Baby ist und hat dann Hanas angerufen. Und die gingen natürlich sofort schauen und haben dann das Springbock-Baby hier hingebracht. Und wir füttern jetzt dieses dreimal am Tag, weil es natürlich sonst in der Wildnis verhungert wäre. So klingen viele Geschichten auf Harnas. Die meisten Tiere kommen als Waisenkinder und wachsen hier beschützt auf. Und damit das auch nachts so ist, müssen sie eben in den Stall.
es ist hier immer noch fast wie die Wildnis. Also es ist zwar schon Zaun drumherum, aber es können natürlich immer wilde Tiere wie Karakale kommen. Und dann werden die natürlich in Gefahr. Also darum müssen die jeden Abend wirklich in ihr Käfig gehen, damit sie, ja, damit sie nicht gefressen werden. Erzähl das mal einer den Springböcken. Wie alle Babys wollen sie nicht ins Bett. Die Milch lockt zwar, aber zu gerne würden sie noch auf dem Rasen herumtoben. Bambi schlägt noch eine letzte Runde heraus. Gemeinsam mit Bibi. Sie sind halt jetzt verschreckt, es sind halt scheue Tiere. Und deswegen bei viel Aufregung, viel Menschenverkehr laufen sie halt einfach weg. Alles abzusuchen. Tagsüber können die Stachelschweine frei hier rumlaufen, aber nachts bzw. zur Abenddämmerung versuchen wir halt die Stachelschweine wieder einzufangen, weil ja, sie wären halt nicht die einzigen Tiere, die hier nachts rumkriechen. Und wir wollen einfach sicher gehen, dass es denen gut geht, dass wir nicht eines Morgens hier auftauchen und dann haben wir nur noch zwei. Deswegen suchen wir die. Stachelschweine sind nachtaktiv. Abends kommen sie aus ihren Verstecken raus. Deshalb ist die Chance, sie zu finden, jetzt größer als zum Beispiel am Mittag, wenn sie in irgendwelchen Schlupfwinkeln dösen. Durch ihre Traditionen und ihr Wissen haben die San eine enge Bindung zu Wildtieren. Aber die drei Nager haben sie nicht gefunden. Ein neuer Plan muss her. Was machen wir? What are we doing? Waiting. Amadeo spricht nicht so gut Afrikaans. Er muss sich alles zusammenreimen. Ah, okay. Also ich glaube, dass wir jetzt hier warten, weil einer ist gerade darüber gesprintet, einer ist halt da lang gesprintet. Und ich denke, wir warten jetzt hier halt auf irgendwie ein Feedback von den beiden, ja, ob sie nicht da sind oder da. Halt. Mit dem Feedback ist das so eine Sache. Die Buschmänner sprechen kein Englisch. Nur ihre Kinder lernen das in der Schule. Also ich kann das wirklich nur deuten, was er sagt. Aber ich vermute mal, dass nee. Also muss Amadeus sich auf die Buschmänner verlassen. Mittlerweile ist es fast dunkel. Also so wie ich sie jetzt verstehe, vermuten sie, dass ein Stachelschwein darunter ist. Und ja, jetzt testen sie halt erstmal mit einem Bambusstock, ob sie da auf Widerstand stoßen oder ob man jetzt halt irgendwas hört. Die San gelten als Ureinwohner des südlichen Afrikas. Ihre Sprache heißt Nama. Sie benutzen 20 unterschiedliche Klick- und Schnalzlaute. Endlich haben sie einen Fund gemacht. Wir haben keine starre Schweine drunter gefunden, dafür Unmengen an Mangusten. Ein paar hundert Meter weiter liegt die Futterküche. Hier arbeiten die Volontärinnen Jadranka und Anne-Louise an einer Überraschung für die grünen Meerkatzen. Einem Geschicklichkeitsspiel in Obst. Für den Menschen ist es eine kreative Aufgabe und für die grüne Meerkatzen. Denn wir müssen denken, wie wir es verstecken. Also wir müssen uns überlegen, dass wir es gut verstecken, sodass sie dann später auch noch lange daran Spaß haben, es wieder rauszufriemeln. Also sie brauchen ja dann ihren Kopf, dass sie an ihr Foto kommen. So, wir machen jetzt kleine Löcher in die Äpfel. In diese Löcher können wir dann Rosinen reinstecken oder Cornflakes. Den Volontärinnen geht es nicht anders als Tierpflegern im Zoo. Die Beschäftigung der Schützlinge ist ein Dauerthema. Weil sie nicht in der Wildnis leben, sind die Tiere nicht gefordert. Um es auf den Punkt zu bringen, ihnen ist langweilig. Wir werden jetzt diese Küchenpapierrolle mit verschiedenen Früchten ausfüllen und dem Gemüse. Und dann haben wir jetzt hier ein kleines Löchlein rein
gebastelt und werden die Ecken mit Toilettenpapier ausstopfen, sodass sie aus diesem Loch die Früchte, Rosinen, Gemüse rausholen sollen. Die freiwilligen Helfer können zwischen verschiedenen Aufgaben wählen. Entweder sie machen bei der Zaunkontrolle mit, bei der Reinigung der Gehege oder den Beschäftigungsaufgaben, die besonders beliebt sind. Jadranka und Luise setzen ihren ganzen Einfallsreichtum ein. Die Überraschungsbomben können sich sehen lassen. Das zieht auch andere an. Ein Warzenschwein schaut nach, ob etwas abfällt. Und die Hunde sind futterneidisch. Das ist eine alte, da war mal Mayonnaise drin. Und da werden wir jetzt einfach alles Obst und Gemüse reinpacken und dann zuschrauben. Und dass sie dann einfach den Trick rausfinden müssen, dass sie es aufschrauben sollen. Die Überraschung ist für den 6 Monate alten Bono gedacht, der sehr verspielt ist. Hello. Gleich geht der Spaß los. Oh. Hard to get it in. Maybe we could put it through this gap. Wir werden jetzt einfach mal sehen, was sie damit anstellen mit unserem Spielzeug. Die Beschäftigung soll über die Wohnverhältnisse hinwegtrösten. Die Meerkatzen leben beengt, in Gehegen von 20 Quadratmetern Grundfläche. Es wurden zwischendurch zwar große Gehege für sie gebaut, doch dort sind sie kaum zu kontrollieren und brechen immer wieder aus. Das kann gefährlich werden, denn sie suchen die Nähe von Farmen und verwüsten die Ernte. Für viele geht das nicht gut aus. Sie werden abgeschossen. Wer Glück hat, wird nach Harnas gebracht.